zusammen und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier von der Hopfach im LS19. Wir sind hier auf der Preview-Version V1 unterwegs, die mir vom Modder Dex zur Verfügung gestellt worden ist. Die Karte ist noch im Aufbau und wird irgendwann, wenn sie dann mal fertig ist, auch für euch zum Download kommen. Ja, und ich bin hier nach wie vor noch am Unkraut spritzen. Das müsste jetzt die vorletzte Bahn, hoffe ich mal, gewesen sein. So, drehen wir noch mal um. Ich habe wie versprochen das Bunkersilo mit knapp 200.000 Litern Silage bzw. Häckselgut gefüllt. Die werden wir dann gleich festfahren. Das machen wir aber mit Curseplay, würde ich sagen. Allerdings nicht mit der Bunker-Aufschieb-Funktion, sondern einfach mit der Transportfahrt. Da machen wir einfach einen Kurs vorwärts, rückwärts und lassen da einfach den, ja, ich denke mal, den kleinen IHC einfach ein paar Runden fahren. So, da ist doch noch ein bisschen was. Ja, dann machen wir hier nochmal eine kleine Bahn. Aber dann sollte es das gewesen sein. Wir gucken mal. Ja, gut, hier vorne das bisschen, das lassen wir. Ja, dann sind wir hier auf jeden Fall fertig. Der Düngerstreuer hier drüben auf der 106 ist auch durch. So, das heißt, wir machen den hier mal zusammen. Du fährst jetzt erstmal zur Hofeinfahrt rüber. Und wir gucken mal, ob wir auf der 105 schon einen Düngekurs haben. Ne, haben wir nicht. Dann lass uns da mal kurz einen machen. Und dann gucken wir mal, wir können ja erstmal so schnell gucken, ob wir hier düngen können, ob das angenommen wird. Also erst ausklappen. So, fahren wir hier mal ein paar Meter und dann gucken wir uns das an. Ne, komm, geh weg da. Das sieht, glaube ich, dunkelblau aus. Oh, nicht weiter streuen. So, dann ja, Kurs machen und loslegen. So, das heißt, Düngen sehen, Kursgenerierung. 105, ein Vorgewende. Wir haben da gesagt, wir machen es weich, weil das sicherer ist. Generieren, zurück, speichern, düngen, Feld 105 mit 25 Metern. Und dann beginn am ersten Wegpunkt und gib Gas. Ja, wird schon passen. So, den da. Ich weiß es nicht, ob der jetzt gerade so der richtige ist zum Verdichten, aber wir haben halt nichts anderes frei im Moment, also muss der ran. Ich würde jetzt einfach hier einen Kurs machen, einmal hier so quer rein. Hier, dann sagen wir, jetzt fahren wir rückwärts, dann ziehen wir hier so schräg rüber. Und müssen nur irgendwie hinter dem Punkt enden. So, sagen wir, fahren wieder vorwärts und stopp. So, und das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Wir gucken mal, wie sieht es denn hier aus. Wir sind bei 19% Verdichtung. Gucken wir mal, ob sich da was tut überhaupt oder ob wir da vielleicht doch den LKW nehmen sollten. Also jetzt, bis jetzt ist nicht wirklich was dazu gekommen. Ich glaube, wir speichern den Kurs mal in die links verdichten.
speichern. So, jetzt noch mal gucken. Da ist kein bisschen was dazu gekommen. Na komm. Dann hoffen wir mal, dass wir das mit dem LKW ein bisschen besser hinbekommen, weil der vielleicht ein Gramm schwerer ist. So, dann. Laden wir mal den WGA-Kurs. Und ja, testen wir, ob es funktioniert. So, wir stellen uns erstmal wieder hier daneben, um zu gucken. Wir sind bei 19%, ja, 20%. Aber auf 21 kommt. Wie gesagt, wir können den ja jetzt in Ruhe da fahren lassen. Auch wenn es langsam geht. Ja, guck mal, er ist schon bei 21%. Wir gucken nur, ob er das hinbekommt. Alles mit dem Drehen auch gleich. Dass er wieder auf den Kurs kommt. Ja, 22. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus wie mit dem IHC. Das kann man, denke ich mal, zweifelsfrei sagen. Ja komm, dann lassen wir den mal in Ruhe fahren hier. Ja. Also wieso hat der noch den GPS an? So, wir müssen hier einmal vorbei. Wir haben ja aktuell kein Unkraut mehr und die Spritze ist ja auch nur gemietet. Also geht das Ding weg. So, jetzt würde ich ja eigentlich gerne die Bodenbearbeitung beginnen. Und ich habe festgestellt, wenn ich den die Kreiselecke vorne dran mache, können wir schneller fahren. Wir müssen nur einmal ganz kurz zum Händler hoch, weil ich werde definitiv nicht die Bodenbearbeitung. Ah. Ich glaube, das ist vorne ein bisschen schwer, das Ding. Dann lass uns doch einmal das Gewicht hinten dran machen. Ne, also ich werde nicht mit der Kreiselecke Bodenbearbeitung und Pflegebereifung drauf haben. Das geht ja gar nicht. Also da kommt auf jeden Fall eine große, schwere Bereifung, vielleicht sogar Zwillingsbereifung drauf. Na. So, jetzt aber. Das ist immer noch zu kopflastig, das Ding. Das ist ja Wahnsinn. Er hängt immer noch relativ vorne runter. Dann einmal schnell da hoch. Wir werden erstmal irgendwie so ein paar Vorgewände selbst fahren und dann gucken wir, ob wir das mit dem normalen Helfer laufen lassen. Oder ob wir selbst mit GPS machen. Wir müssen einfach mal gucken, wie schnell wir da vorankommen. Aber so ein Zwillingsreifensatz ist, glaube ich, ganz gut für das Ding hier. So, dann gucken wir mal, was wir hier bekommen. Ob wir hier überhaupt Breitreifen, andere Breitreifen, Standard, Pflege für Rufen. Dann nehmen wir Breitreifen. Gut, dann hat nur der große MB-Truck die beiden, die Zwillingsbereifung. Gut, wie gesagt, der kommt vielleicht demnächst mal irgendwann auf den Hof, wenn wir genügend Geld haben. Ja, da war eine Mauer. So, dann gucken wir mal, was wir denn hier so abgearbeitet bekommen.
Ja, der Düngerstreuer ist unterwegs. Wir müssen dann zum Ende der Folge gucken wir mal, wie weit die Verdichtung von dem Hofsilo ist, von dem Bunkersilo. Ob sich da schon was getan hat. Aufs Feld. So, gucken. Ja, 15, 14. Eigentlich sollten wir noch schneller fahren, es kann sein werden. Lass uns da mal kurz gucken, ob wir das Ding noch schnell reparieren können hier übers Menü. Weil normal sollte die, glaube ich, sogar 18 können. Und 15, 16. Tempomat rein und dann gib ihm. Dann gucken wir eben, ob wir da irgendwie eine schöne Seemaschine bekommen. Ich habe noch mal ein paar ältere Maschinen mit reingenommen. Da können wir uns dann, weiß nicht, ob wir es morgen schaffen oder übermorgen, auf jeden Fall in den nächsten Tagen, wenn es dann eben ans Ansehen wieder geht, können wir da mal gucken, was wir da Schönes nehmen. Wir müssen ja auf jeden Fall mal irgendwas ansehen mit Getreide, mit Stroh. Weil das brauchen wir ja auch für die Tiere. Also machen wir hier irgendwie. Ja, ich denke mal, es wird dann auf Hafer rauslaufen, weil der, glaube ich, noch am meisten Kohle bringt, wenn wir ihn verkaufen. Weil das Getreide an sich brauchen wir erstmal nicht. Läuft doch schon mal ganz gut, muss ich sagen. Haben wir gleich das erste Vorgewende durchgezogen. Ich denke mal, ein zweites werden wir auf jeden Fall noch machen. Wobei der MB-Truck jetzt in der Konfiguration auch, denke ich mal, gut wäre für das Silo zum Festfahren. Aber ich glaube, der LKW macht das ganz gut. Na, was haben wir jetzt hier? Ruckel. Ne, das gefällt mir jetzt aber nicht. Gut, und vorbei. Ja, das wird der Düngerstreuer gewesen sein, der wir gerade irgendwie eine enge Kurve gefahren haben. Dann kommt das schon mal vor, dass er da ein bisschen heftiger rechnen muss und dass es dann kurzfristig zu Ruckelagen kommt. Ja, der ist fertig, der Fendt. Sehr gut, gucken wir uns das gleich mal an, ob er das auch gut gemacht hat. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, Herr Kollege, Hofeinfahrt. Das brauchen wir nicht. Dann gucken wir mal zum LKW. Was macht der hier Schönes? 44%. Geht doch. So, wo ist der MB-Truck? Hier. Kann an Gas geben. Weitermachen. Ja, wie schon gesagt, aus Pflügen verzichten wir eben zuerst, weil das einfach zu lange dauern würde. Kommt vielleicht irgendwann mal demnächst dazu. Da brauchen wir eben auch einen dementsprechenden Traktor einfach.
Ich weiß ja zwar, dass die Tiefenlockerer nicht allzu viel Motorleistung brauchen, aber sie brauchen halt doch schon was. Ja, dann machen wir hier schnell die zweite Runde und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht erstmal noch ein bisschen was mit GPS machen und vielleicht später dann einfach auch mit dem Helfer. Sieht das aus. Er fährt jetzt auch immerhin mit 17. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Sagen, dass wir jetzt gleich mal mit GPS anfangen. Haben wir einen Kurs? Dann machen wir automatische Breite. Und dann hoch. So, dann hier. Das ist jetzt der 180 Grad, deswegen sollten wir vielleicht mal speichern. Das heißt, das ist ja im Grunde 180, das wäre Nord-Süd. Speichern. Zurück. Wieso hast du den jetzt? Der Spurname Nord-Süd existiert bereits. Wie kriege ich den geladen? Automatische Falte. Ach, jetzt. Gut. Runter an und los geht's. Dann machen wir mal hier zumindest noch so ein, zwei, drei Bähnchen mit hier einmal hoch das Ding. Runde. So kriegen wir das relativ schnell, denke ich mal, abgearbeitet hier. Kurz das Eckchen hier oben schnell fertig noch. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch und der Rest wird dann eben in der morgigen Folge weitergemacht. Wir gucken gleich noch zum LKW rüber, wie weit der mit dem Silo verdichten gekommen ist. Das auch sehen so, dann stellen wir den einfach hier hin. So, wir machen noch eine Bahn nach oben und dann war es das erstmal.
So, Maschine aus. LKW ist unterwegs. Und wir sind bei 60%. Ja, geht doch. Aber dann würde ich sagen, wir sind durch für heute. Morgen früh geht es weiter. Und ja, wir gucken, was wir treiben. Gucken vielleicht, dass wir dann das schon mit der neuen Seemaschine hinbekommen. Und ja, gucken, was sonst passiert eben. Also macht es gut, liebe Leute. Und wir sehen uns morgen.